Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei GameSky. Heute sind wir im BeamNG Drive und ich möchte euch einfach mal das Spiel in FreeRoam vorzeigen. Wir gehen jetzt zu der Grid Map, das ist nämlich die erste, die sie als erstes. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir sehen es gleich. Und ich habe, also man spielt das Spiel normalerweise mit Tastatur, aber ich war wieder mal so klug und habe das G27 angeschlossen. Ich wollte wieder mal so Auto fahren eben. Joch, und da sind wir jetzt auch schon. Also BeamNG Drive ist ein realistisches Physiken-Spiel. Aus irgendeinem Grund habe ich es nicht auf dem Headset, aber naja, warte mal. Audio-Debug, okay, nee. Ja, ich möchte mir das jetzt schon ansehen, warum das nicht geht. So, Audio. Audio-Device, ja, logisch. So, jetzt höre ich es aber gut. Und ja. Also das Spiel selbst. Man bekommt mehrere Fahrzeuge, also zum Beispiel hier, wie zum Beispiel den Gabriel Barstow. Ich habe auch schon ein paar Mods, wie man sieht, ein paar. Dann die ETK, dann Gabriel Marshall, Ibishu, Covid und. Aber ich möchte jetzt mal mit dem Auto fahren, das man auch in der Demo bekommt, aber die Demo möchte ich euch nicht weiter empfehlen. Da wir mit dem G27 fahren, können wir schon sehen, dass das Ganze so dreht, wie ich das will. Es unterstützt auch Blinker und ja, Warnblinker. Hupen leider nicht. Und ja. Ach ja, das ist das Ding, das ich editiert habe. Nämlich habe ich da Eis hergemacht und ein paar Bäumchen. So, dann stellt sich jetzt die Frage, wie sollen wir das jetzt schaffen? Also man sieht hier, es ist schon ziemlich realistisch, da das Auto so durchgeschossen werden. Das ist in sehr wenigen bis in gar keinem Spiel so. Also bei mir, als ich es gekauft habe, war es noch nicht bei Steam. Weiß nicht, ob es schon bei Steam gibt. Und ja, das kauft man dann, gibt dann den Code eben bei Steam ein und bekommt ihn auch innerhalb 20 Minuten und kann das Spiel dann spielen. Eins muss ich bewusst sein, dieses Spiel hat um die 16 GB und ja, das wollte ich euch jetzt gerade noch mal zeigen. Es ist sehr realistisch, also naja, realistisch, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt dann natürlich auch alles einstellen, es gibt Apps, da kann man zum Beispiel etwas hinzufügen. Zum Beispiel, was gibt's denn alles? Schauen wir mal kurz. So, es gibt wirklich alles, ne? Also man sieht von AI Control bis Wind oder Weight Distribution, Vehicle Debug, Turbocharger Debug, was auch immer das ist. Tacho 2, den haben wir hier, also brauchen wir wirklich nicht. So. Da wir dieses hässliche Auto gerade fahren, möchte ich euch einfach mal das sie als zweites Auto gemacht haben, das war der Ibishu Covet. Und natürlich gibt es ihn auch in mehreren Varianten, und zwar bei Configurations, und dann könnt ihr euch daran wählen. Ich sage jetzt mal den Rally. Das kurz und dann habt ihr den Wagen auch schon. Und man hört, der ist ein bisschen lauter. Lichter gehen übrigens auch an, also normales Licht und dann Fernlicht. Blinker. Ist eigentlich klar. Und ja, dann fahren wir mal los. Ja, das haben auch coole Sounds und so. Aber hier, wenn man das sieht, fährt man so drüber. Der hat zum Beispiel eine harte Federung. Und fährt dann auch so. Also man kann damit schon Rennen fahren. Jetzt möchte ich gleich sagen. Also wenn ich das so mache. Klar, wird ein bisschen kaputt bei mir. Wundert mich aber auch nicht. Also, naja. Ich werde mal kein Rallye-Fahrer, das muss man schon. Da steht fest, ja. Und also ich möchte jetzt resetten, damit das Ganze jetzt nicht kaputt wird. Man kann diese Fahrzeuge dann natürlich auch noch individuell gestalten. Und zwar bei Vehicle Config. Und da ist es besonders wichtig, da bei Body, und dann hat man das Navigation Unit, Beam Navigator. Body Kit.
Oh Mann, nicht wirklich. Lettering. Wenn ich jetzt wüsste, es ist, ne? Was zur Hölle ist das? Ach so, das ist irgend so ein Tailgate-Ding. Naja, dann haben wir noch ein Tauhitch. Können wir gleich mal anmachen. Für die nächste Sache dann. So, dann gehen wir da raus und fahren mal los. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ja, ich möchte jetzt die große Schanze fahren, dann könnt ihr noch in, ne, wart, falsch, in Zeitlupe mit Alt- und Pfeiltaste nach unten. Und dann könnt ihr das da alles schön und dann nochmal nach links und dann 16 und dann 100. 100 ist mir allerdings zu schnell. Dann Realtime ist wieder so. Man sieht dann das, also ich schalte jetzt auf Realtime und wieder runter und wieder Realtime. Und ja. Gibt auch einen Replay-Mode, aber wo der genau funktioniert, das habe ich noch nicht rausgenommen. Man sieht, ich habe da jetzt das Navi hinzugefügt. Ich finde es eigentlich kacke, aber okay. Können wir es fast anhalten? Und jetzt. Und es lässt mich fallen. Und jetzt sehen wir, dass das Auto auch brennen kann. Wie hier zum Beispiel. Und ich kann jetzt noch ein zweites Auto herholen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ihn jetzt rammen. Weil ja das so lustig ist. Und sagen wir mal den Gabriel H-Series. Und zwar den, ja, von mir aus Police. Scheiße, jetzt habe ich was gemacht, was in gar keinen Fall. Denn dann ersetzt ihr das komplette Fahrzeug. Kann dann die Türen hinten aufmachen. Zum Beispiel das Blaulicht einschalten. Und ja, wenn ich schon so weit bin, dann kann ich jetzt gleich einen Mod herstellen. Nämlich den Rhön-Omega ein. So ein hässliches Auto, ey. Spawn new dann aber. Das Auto. Und wenn ihr zum Beispiel, ja, ich weiß, er funktioniert nicht, aber okay. Ihr könnt dann mit Alt und U könnt ihr das Ganze ausblenden und bla bla bla. Aber ihr könnt euch jetzt das AI Control holen, welches da oben gleich ist. Hier. Und ich setze mal hier hin eben und gehe dann eben mal auf OK. Dann. So, und jetzt gehe ich einfach flee from. Okay. Ja, flee. Schauen wir mal. Und Chase. So. Der verfolgt, sollte den da jetzt verfolgen. Ja, meine Fresse, fliehen solltest du. Ja, okay, jetzt flücht ich eben mal. Von mir aus. Weil der hinter mir verfolgt mich, ja. Man sieht, die bauen lauter Scheiße. Ich sehe da Licht gleich. Okay, nee, er verfolgt mich eben. Wenn ich dann sage, ah, ich möchte jetzt eine Verfolgung. Ja, das bitte leicht. Also die haben echt kein Hirn. Tatsächlich noch ein bisschen dümmer. Aber wenn man da jetzt Slalom fährt, ich habe es noch nie probiert, aber ich habe mal gehört, die fahren dann einfach gegen das Ding. Ja, ich finde es einfach nur dumm und jetzt ist er schon angefahren. Ja, okay, dann stimmt nicht. Ach, jetzt flüchtest du oder was? So, der flüchtet, wohin auch immer. Jetzt lass man ihn mal kurz da fahren. Wohin bitte flüchtest du? Du, der kommt nur so mal zur Info. Der fährt jetzt in die Bäume rein, ne? Ich muss das. Scheiße, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Das war mir leicht bewusst. Also deshalb schalten wir das Ganze wieder aus. Ich finde das eigentlich nicht mal allzu schön, aber okay. Beim anderen, der schrottet sich nur noch, also den schalten wir auch mit dir gleich wieder aus.
Reset und Reset, den können wir derzeit mal kurz löschen, den Renault. Remove Current. Und gehen dann eben wieder zu den Apps und löschen die mal, weil ich hasse die. So, ach ja, jetzt hätte man doch wieder gebraucht. Nehmen wir aber nicht mehr den Renault, der war hässlich. Nehmen wir nur so nebenbei irgendein Auto, das ich denke ginge, wie den Ibishu Pessima. Dann nehmen wir mal den billigsten, Spawn New. Ihr könnt jetzt das Auto irgendwo abstellen, das ist mir eigentlich so ziemlich scheißegal. Ich sag mal vor einer Sprungschanze, das ist bestimmt eine gute Idee. Oder an der Sprungschanze, klar. Also nicht rückwärts, sondern nicht vorwärts, sondern rückwärts. No, 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 no. So. Ich schiebe jetzt auch so schnell wie möglich zurück. Innen sieht das Ganze übrigens so aus. Ich finde, das ist hässlich. Und dann fahren wir da auch schon. Und jetzt habe ich ihn verfehlt. Wie dumm bin ich eigentlich? Ich habe nur gerade das Auto auf die Seite gelegt. Oh, meine Fresse. Ich schieb mir noch mal ganz kurz zurück. Autsch. So, jetzt kumpelt's. Ach, noch nicht mal kaputt. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri. So habe ich mich gerade gefühlt. Und jetzt könnt ihr noch alles machen, was ihr wollt. Es bringt euch sowieso nichts mehr. Oh, da sehen wir den schönen Crash. Und ich lege mich auch noch aufs Dach. Oder so. Oder doch nicht. Aber ich zerstöre das Auto. Ja klar, ich lege mich auch aufs Dach. Ist schöner. Jetzt machen wir mal wieder Realtime. Ich bleib natürlich gleich nicht liegen. Wir kleben da irgendwie so beisammen. Und wenn euch jetzt Fahrt wird, passiert in dem Spiel oft. Geschweige. Okay, ich finde gerade nichts. Geschweige denn. Hm? Ich suche gerade den Drag hier. Drag. Schau gerade, was ist. So, 583 bis 1300. So, ich nehme lieber den. Und das sieht dann so aus. Das Miegel. Fragt mich nicht, warum ich das nehme. Doch, fragt mich. Warum glaubt ihr, nehme ich es? A, weil es brennt. B, weil es brennt. Oder C, weil es sicherlich brennt. Ich würde C nehmen. Ja, der brennt immer. So. Ist nur so mal ein kleiner Tipp. Vom, ja, ich finde das jetzt sehr, sehr lustig hier. Da reißt sie mir eigentlich fast. Ja, das meine ich. Da verhängt sich vielleicht wegen dem scheiß Vorderreifen. Ah, ganz dumm. Aber ich muss da leider parken. Scheiße. Scheiße. Eine Fresse, das war nicht so geplant. Ja, da brennt es ja nicht. Ja, kein Frontalunfall. Uiuiui. Boah. Ne, wisst ihr, ich möchte nämlich, dass der da hineinfährt, dass alles brennt. Jedenfalls, wenn es euch gefällt, dieses Spiel, könnt ihr es unten in der Beschreibung kaufen. Ja, er brennt jetzt sicherlich auch nicht, aber ihr seht ja mal, was ich angerichtet habe. Der da drüben raucht ja schon mal. So, damit ihr euch zufrieden gibt. Ach, der eine hat wenigstens die Warmblinkanlage eingeschaltet. Das mache ich jetzt auch gleich. Bevor ich da reinfetze. Ach, ja, jetzt fahren wir da mal rein. Genau, ich weiß auf 100. Ja, also das ist
jetzt dann mit so, wir stehen auch schon hier so. Sollte jetzt eigentlich brennen. Warum er es nicht tut, weiß ich nicht. Ich würde. Ja. Siehst, der fängt ja schon an zu rauchen. Ach, da sieht man noch das Pedal. Jetzt fahren wir aber über die Sprungschanze. Ist ja viel interessanter. Da wird er noch ein bisschen mehr kaputt. Ja, Zeitlupe, ne? Oh mein Gott. So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Machen wir mal voll. Ja, stehen bleiben sollst du nicht in der Luft. Ich mach so, das ist genug. Also, ist auch relativ cool. Wir können da, wenn wir Glück haben, meistens weiterfahren. In dem Fall aber nicht, denn ja, okay. Ja, doch. Wenn der Antrieb nicht kaputt wäre. Der Motor. Jo, Leute, das war's auch schon. Nee, das war's doch noch nicht. Mensch, bin ich doof. Okay. Noch einen Brockel Moonhawk. Ist ein recht cooles Auto. Aber wir brauchen den Drake One. 1400 und 300. Ja, 1400 ist ja klar. Und einmal aufs Gaspedal treten. Und der hebt nicht so ab, aber er ist besser zu handeln. Und jetzt mal real time. Das geht mit dem Wagen viel schneller. Lustiger ist, der Motor ist man nicht kaputt. Und ja. Mach mal einen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr es gesehen gerade? Der legt sich fast selbst um. Ich glaube, wenn ihr Glück hättest. Ja, siehst du, das Auto ist super Qualität. Ich möchte ihn irgendwie aufs Dach schmeißen. Och Mensch! Vollgas mit eingelenktem. Oh, jo, 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 jo. Fährt er ja gleich geradeaus. Ah, er überhitzt gerade. Was zur Hölle? Vorm Überhitzen musst du mir eingehen, aber jetzt brennt er gleich. Du brennst jetzt aber gleich, oder? Auch nicht. Nee, der brennt jetzt nicht. Aber ich kenne da einen Trick mit dem Fahrzeug. Den kann man so leicht aufladen. Normalerweise fangen die dann zu rauchen an. Hui! Ach so, es geht ja mit dem nicht. Ich rede lauter Scheiß. Warum eigentlich immer ein neues Fahrzeug? Ich könnte auch mal den anderen hier, den da neu, benutzen. Ach, der hat die Einspritzung ja nicht. Ist der R oder? Der oder der? Ne, der ist. Ja, der. Bumbling am Aus, es bringt nichts. Mensch, ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber ich hab mal ein Fahrzeug. Das hat sich überhitzt, wie ich genau das gemacht habe. Ich glaube, das war Matrix Freeway.
So, jetzt mache ich noch einen spektakulären Sprung und dann war's das auch schon für dieses Video. Und ich mache vielleicht dann noch gleich nächstes hinten dran, ich weiß noch nicht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ein Like da lassen und abonnieren bitte. Und tschüss. Bei Fragen bitte in den Kommentaren hinterlassen.